Na, wo führt uns diese blaue Röhre wohl hin? Wir werden es in diesem Button Paper Mario herausfinden. Hätte man natürlich niemals gedacht, ne? Aber gut, ich heiße euch herzlich willkommen und ich wollte euch nur kurz zeigen, wo uns diese blaue Röhre hinführt. Für den Fall, dass man es nicht weiß. Wir haben hier einen Sternsplitter übersehen, der sehr offensichtlich ist, leider. Und zwar genau... Chill. Genau hier. Bei der Abroxas-Statue. Auch hier befindet sich noch ein Sternsplitter. Und zwar direkt nach dem Ort, wo man die Lianen umdrehen... wo man auf die Liane springen musste, falls ihr euch erinnert. Das sind wir nämlich genau hier. In genau diesem Raum ist noch ein Sternsplitter. Und zwar genau hier. Könnt ihr mal raten, wie viel ich jetzt extra dafür laufen musste? Ihr sagt. Wir haben neue Aufträge von Mikupalem, yay. Was für ein Glück, ich hab dich schon vermisst. Könntest du mir einen Gefallen tun? Oh, dankeschön. Also, ich fürchte, ich habe meine Brille verlegt, was mich sehr ärgert. Sie muss mir irgendwo aus der Tasche gefallen sein. Ich habe Koopa in letzter Zeit nicht verlassen. Logischerweise muss sie irgendwo im Dorf sein. Würdest du bitte alles liegen und stehen lassen und sie finden? Ich hab doch dein Wort, oder? Ja, gut, dann gucken wir also mal nach einer Random-Brille. Hier. Hier ist sie nicht. Ja, gut, das ist jetzt wenigstens kein Auftrag, der jetzt ultra viel Zeit beanspruchen würde. Gut, das Koopa bleibt nämlich einfach mal so. Einfach weil ich es kann mit. Hier ist keine Brille. Da war auch das Portemonnaie drin, das wäre komisch gewesen. Hier ist keine Brille, hier ist noch ein Koopa-Blatt. Habt ihr eine Brille gesehen? Nee, habt ihr eine Brille gesehen? Nee, noch Gelaber, habt ihr eine Brille gesehen? Ja gut, wenn es dir Spaß macht zu explodieren, dann explodiere halt. Ah, Brille! Dann erkennt er vielleicht mal seine eigene Blödheit, auch wenn ich irgendwie glaube, dass er das nicht tun wird. Naja. Okay. Ich glaube, 3 neue Aufträge sind dazu. Damit hätten wir immer schon einen gelöst, was sehr gut ist, würde ich sagen. Her, bitte. Oh, bibberndes Beißblatt, du bist ein Meisterdetektiv. Mein Sehvermögen hat in den letzten Jahren stark nachgelassen. Jetzt kann ich ja nicht wieder problemlos Bücher lesen. Ist der Beruf des Optikers nicht eine segensreiche Erfindung? Hier, ich gebe dir endlich ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, du keine falsche Bescheidenheit. Ja, viel, Mann. Oh, du möchtest mir nochmal einen Gefallen tun, das ist überaus freundlich. Denn in letzter Zeit fühle ich mich so müde und abgestaubt. Vielleicht soll ich etwas Saures essen. Nein, nichts essen, bitte. Mal sehen, oh, ich weiß, eine Limette könnte mir helfen. Kannst du mir eine besorgen? Bitte beeil dich, ich fühle mich langsam wie eine Schildkröte, versprochen. Haha, guter Witz. Na gut, wenigstens kriegt man Limetten schnell. Ich hoffe mal, ihr wisst alle noch, wie man zur Oase kommt, um diese Limette zu holen. Einfach vom staubtrockenen Vorposten 1 nach links, 2 nach unten. It's Friday, Friday. Okay, ich werde keine schlimme Rebecca Black Parodie starten. Nein, danke. Bei Stachy Stacheln bist du wirklich echt, Mario. Irrsinn, Wahnsinn, oh, was für eine saure Limette. Oh, es gibt mir wieder Schwung. Wenn es darum geht, einem alten Koopa so wenig gefallen zu tun, bist du ein wahres Vorbild. Das gebe ich dir was ganz Besonderes. 3 Sternsplitter. Cool. Was für ein Glück. Ich bräuchte da mal wieder deine Hilfe. Du weißt ja, wie das läuft, also. Ich würde es sogar so einen crazy Keks geben. Es soll absolut köstlich sein. Ich muss zugeben, dass ich ein Leckerbaum bin. Glaubst du, du könntest mir so etwas besorgen? An der Zutat ist ein Koopa-Blatt, hab ich ja keine Ahnung, was du noch dazu brauchst. Beeil dich, wenn du kannst. Ich brauche Süßigkeiten. Schnellstens hab ich dein Wort. Ja, das Koopa-Blatt habe ich ja schon. Jetzt muss ich selbst aber erstmal gucken. Ja, es hat sich herausgestellt, das Einzige, was man da neben dem Koopa-Blatt braucht, ist eine Backmischung. Ganz epic. Ich hatte ja noch eine. Ansonsten hätte ich sie mir bei den Shy Guys holen können. Aber okay, Koopa-Blatt. Nein, die Donutsonne möchte ich jetzt nicht unbedingt verkochen. Ich habe mir 2 neue gekauft. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal würde ich dann noch ein paar Wakas-Cake holen. Das ist fabelhaft. Das ist kein Problem. Da mache ich dir was Leckeres draus. Tadam. So, hier, es ist gar nicht so übel geworden. Hier, bitte, Random Herz, mal die Crazy Cakes. Mama mia. Kommt jetzt wieder, Schatzi. Ich freue mich schon, Random Herz, Smiley. OMG, ich bin Schatzi. Ich muss sagen, wenn man das alles so ein Stück macht, ist es gar nicht so schlimm. Da ist die Jobagentur in Paper Mario 2 deutlich schlimmer. Aber hier ein Crazy Cakes. Alberne Albino Dinos, du bist Weltklasse, Mario. Das ist also das Keks, von dem jeder spricht. Es sieht ziemlich lecker aus. Ich habe es für später auf. Ich gebe dir dies, um dir meine Dankbarkeit zu zeigen. Ja.
So, jetzt hat er erstmal... genau, jetzt hat er nichts mehr. Hervorragend. Dann gibt es nur noch 3 Aufträge, die wir danach erledigen können. Dann kümmern wir uns jetzt um die Briefe, die ich noch ausliefern muss. Und davon geht einer an Wosti in Todtown, ein Igon Buhus Will und eins zur Yoshis Siedlung. Gut, ich kümmere mich erstmal um den Todtown. Beziehungsweise, ich dachte mir, wenn ich schon mal in den Katakomben bin, kann ich auch gleich, das hier auf der Yoshis Siedlung machen. Wir sollen mit diesem roten Yoshi-Kind reden. Dazu machen wir das doch. Ha, waha, sehr gut, großartig. Hast du gesehen, wie das Feuer aus dem Berg schoss? Echt derb! Oh, da kam doch noch etwas mit rausgeflogen. Sieht so aus, als wäre das ein Job für die schrecklichen 5. Ja, geht bloß nicht wieder in den Dschungel, ich rette euch nicht. Oh, na dann dürfen wir wohl nicht. Ich darf mir nur die Geschichte von deinen Abenteuern anhören, bis ich groß genug bin. Das heißt, du musst uns oft bis unten uns von deinen Abenteuern erzählen. Wenn du groß genug bist, nehme ich dich mal auf eine Mario Galaxy mit, aber ansonsten... Oh, ein rotes Yoshi-Kind. Ah, das musst du sein. Ich weiß doch nicht deinen Namen, aber ich habe dich einfach mal personalisiert mit rotem Yoshi. Ich hoffe, das ist okay, weil mehr steht auf dem Adressaten auch nicht drauf. Danke, ich frage mich, was es wohl sein mag. Oh, mein Kumpel hat ein neues Spiel erfunden. Das muss ich später ausprobieren. Er will auch, dass ich ihn in seiner Heimatstadt besuche und mit ihm spiele, aber wie soll ich dorthin kommen? Naja, vielleicht werde ich ja eines Tages das Meer überqueren. Das ist wirklich komisch, weil ich ihm auch gerade einen Brief über ein neues Spiel geschrieben habe. Es nennt sich Luigi's Mansion. Herr Paracarry, werden Sie mir helfen? Hier, bringen Sie bitte meinen Brief dem Todkind, das Ihnen den Brief an mich gegeben hat. Wenn Sie das tun, danke. Ja, wir sind es ja gewohnt, ne? So, Leute. Wir werden jetzt diesen Brief zu dem Ladenbesitzer hier in Buhus Burg bringen. Ich werde mir gleichzeitig einen Lebenspilz kaufen, wenn ich total pleite bin, aber der Lebenspilz muss einfach sein und den traue ich mich hier nicht raus. Wie viel kostet der? Oh Gott, voll überteuert. Ja, also auf jeden Fall, nein. Ach so, Sie sind doch der Ugo vom Buhu-Laden, oder? Mein Name ist Paracarry. Ich habe hier einen Brief für Sie. Warten Sie, ich halte ihn Ihnen hin, weil Ihre Hände sind ja transparent. Dann können Sie ihn lesen. Oh, ein Brief. Oh, eine Bestellung. Komisch, diese Bestellung kommt aus der windigen Schlucht. Das ist gleich hier um die Ecke, diese faule Sau. Könnte ich natürlich einfach hierher kommen? Oh. Na gut, man muss lautet von Buhu mit einem Lächeln. Nimm das bitte für deine Mühen an. Dankeschön. Dann ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir uns mit Wosti unterhalten. Hi. Sprichst du zu mir, weil du nach Wissen suchst, das nur mein geschulter Geist zu vermitteln mag? Wie hörst denn damit? Gehst du vom Stande des Pilzverlasses nach Osten, findest du einen Ort namens Sternstuppengipfel? Ja, nee. Das muss ich mir jetzt nicht anhören, oder? Alter, das weiß ich. Halt die Klappe, Junge! Ja, das sehe ich allerdings auch so. Ich bin nämlich nur hier, weil ich Ihnen diesen Brief geben wollte. Im Übrigen sieze ich Sie, wenn ich alle anderen Toads duze, weil Sie aussehen, als würden Sie was können. Ah, ja, das kann ich wirklich. Was könnte das eigentlich sein? Was eigenartig. Wie eigentlich? Es kommt vom Lava Lava Island, Absender. Ja, ja, es ist eine Frage von einem neugierigen Kind. Mein Wissen ist sehr gefragt. Danke, Paracarry, für die rasche Zustellung. Normalerweise beantworte ich ja keine Anfragen, aber es kommt von einem Kind. Wir müssen die junge Generation bilden. Als ich ein Kind war, war ich auch voller Wissensdurst. Naja, ich bin es doch immer, aber okay. Ich werde mich sofort um die Beantwortung kümmern. Nochmals herzlichen Dank, dass du den Brief über eine so weite Entfernung zugestellt hast. Bitte nimm das als kleines Dankeschön. Yes, immerhin muss ich ihn nicht zurückbringen. Danke Gott. Okay, gut, dann... Ich habe jetzt keine Lust zu schneiden, weil das ganz ehrlich ist, es ist immer ein bisschen Arbeit. Daher kommt, chillen wir uns jetzt einfach zum Bahnhof runter. Dauert jetzt nicht die Welt. Weiß das auch nicht tut, wenn ich, den Weg von Omelty zu, zur Röhre zeige, weil ihr seht, also zu den Katakomben, das ist wirklich nicht viel, aber gut, da unten, wartet man auf uns. Das kleine Todkind, und ich hoffe, danach ist dieser Auftrag vorbei, aber ich weiß es echt nicht genau. Hi. Ist es wahr, dass es irgendwo im Königreich eine riesige, futterfressende, feuerspeiende Pflanze geben soll? Du hast sie besiegt? Ist das wirklich wahr? Ja, Mann, es war zwar echt ultra hart, aber ich hab's geschafft. Wie kann denn was, das wie eine Blume aussieht, überhaupt furchteinflößend sein? Werden sich die Blumen von Minsty etwa auch eines Tages in Monster verwandeln? Wenn ihr sie nicht pflegt, schon. Was? Das wird doch nicht wirklich geschehen, oder? Du bist ja dainty. Ich habe hier eine Antwort von dem Brief, den du geschrieben hast. Guck mal.
Wobei es ist nur mehr oder weniger eine Antwort, weil die hat er schon vorher geschrieben. Wow, vielen Dank! Sie sind viel schneller als der alte Postbote. Dieses Yoshi-Kind ist ein wirklich guter Brieffreund. Er schreibt richtig lange Briefe. Es klingt, als wäre dort, wo er lebt, immer viel los. Wir sollten ihm zurückschreiben. Was denkst du, worüber wir schreiben sollen? Mir ist es egal, könnt ihr auch nicht WhatsApp holen und darüber diskutieren, Mann. Ich weiß es nicht, lass uns später darüber nachdenken. Übrigens, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Paracarry. Können Sie das zustellen? Nein! Jetzt halt die Klappe, du blödes Kind! Sein Brief für Onkel Frosty im Sternental. In Sternental? Sicher, so jemand, der ins Sternental kommt? Ja, aber er ist mein Onkel. Er passt auf ganz viele Sternkinder auf. Das klingt nach schwerer Arbeit. Er muss die ganze Zeit hinter ihnen her sein. Zumindest schreibt er das in seinen Briefen. Ich habe ihm auch einen geschrieben, um ihn ein wenig abzulenken. Ich weiß, es ist sehr weit, aber ich würde es sehr zu schätzen wissen. Ja, das nächste Mal liefere ich gleich einen Gott aus, ne? Ja, jetzt siehst du, was für einen Scheißjob ich hab, ne? Meinenfalls den Respekt. Dann ist jetzt an der Zeit, dass wir das Tor da hinten öffnen, meine lieben Freunde. Wir haben nicht mehr so viel Zeit in diesem Part, aber dafür reicht es noch. Immerhin gibt es jetzt keinen Nebenquest mehr, der mir noch einfallen würde. Knospis kommen aus einem Land namens Blütenfelder. Man sagt, dass sie dieses Land in Schwierigkeiten stecken soll. Um zu den Blütenfeldern zu gelangen, benötigt man 4 Samen, die nur die Knospis besitzen. Aber wo sind die Knospis? Bitte, Mario, du musst nach den Knospis suchen und die Samen von ihnen holen. Vielleicht kann dir Merlons Weisheit weiterhelfen. Warum Weisheit? Ich hab doch jetzt alle, guck mal. Wow, du hast mir den Samen gebracht, vielen Dank. Also immerhin den Totton und den Lava Lava Island findet man relativ einfach. Der am Nimmer Nimmerwald könnte schon ein bisschen schwieriger sein. Der ist, glaub, ja, der ist nicht so einfach zu finden. Und den, auf dem, Dings, in dem Vorplatz zur Staubtote Wüste auch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, auf jeden Fall, der auf dem Weg zur Staubtote Wüste, der ist auch nicht so einfach zu finden. Aber ja, jetzt werden wir sehen, wozu wir das gesammelt haben. Es ist nämlich, wie gesagt, tatsächlich Main Quest. Nicht Sidequest, Main Quest. Es ist nötig, denn nun öffnet sich das Tor zu Kapitel 6. Kein Scherz. Kapitel 6. Ja, 3 random Herz-Smilies. Zuerst sah es aus, als würden die Blumen einfach nur blühen, aber plötzlich erschien eine Tür. Oh, von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen können. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Wirklich? Die Blütenfelder sind wegen Bowser's Horn völlig verzweifelt. Bitte, rette uns. Ja, das machen wir dann im nächsten Part, meine lieben Freunde. Wenn dieser Part euch gefallen hat, könnt ihr ihn mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, einen Daumen runter. Und ja, das nächste Mal werden wir dann Kapitel 6 angehen, losgehen. Und ja, dann sehen wir uns dann. Ich freue mich auf euch. Bis dann.